Hallo, mein Name ist Ole von Du hast die Macht und heute geht's wieder um das Thema Europa. Yes! Die hier sollte ja jeder eigentlich kennen. Das ist unsere Bundeskanzlerin und sie wurde letztes Jahr gewählt. Und so ist es ja bei uns. Alle 4 Jahre wird eine neue Bundesregierung gewählt. Aber wen wählen wir eigentlich dieses Jahr? Dieses Jahr sind Europawahlen und da wird ein Europaparlament gewählt. Aber wissen das die Leute eigentlich schon und über welche Themen würden sie gerne mitbestimmen? Wir werden es herausfinden. Was sagt die Straße? Also die EU klingt ja immer ziemlich weit weg, aber geht uns allen was an. Wie kann man denn in der EU mitbestimmen? Jetzt als einzelne Person? Ja. Na, wir wählen ja unsere eigenen Vertreter für die EU. Naja, über die Bundestagswahl, ne? Und über die Europawahl. Die Leute wählen, die einem passen. Petitionen bzw. Demonstrationen, ne? Ob das aber ausreicht, weiß ich auch nicht. Also. Wann ist denn die Europawahl? Ja, keine Ahnung. Boah, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Die ist im Mai, glaube ich. Aber aufs genaue Datum keine Ahnung. Oh, das weiß ich nicht. Wann sind sie? Dieses Jahr im Mai. Im Mai? Mhm. Okay, im Mai. Ende Mai. Vom 22. bis zum 25. Mhm, alles klar. Welche Arten der Mitbestimmung wünscht ihr euch denn? Ja. Die Mitbürger mehr entscheiden können, dass man wählen kann und dann auf die Fragen der Bürger halt mehr eingehen. Gegangen wird. Nicht nur, dass man irgendwie eine Grundvorstellung hat und im Endeffekt wird doch nichts draus gemacht, was man halt möchte. Das wäre ganz gut vielleicht. Auch zu fragen, was stellt sich Deutschland vor oder die Bevölkerung, wie wir in der EU wirken, ob wir eher mehr Unterstützung leisten sollen oder ob wir uns wirtschaftlich anders mit anderen Ländern verhalten müssen, um zum Beispiel andere Länder zu unterstützen, die jetzt wirtschaftlich nicht so gut dastehen. Was eigentlich moderner wäre, wenn man zum Beispiel per Online-Umfrage direkt irgendwas abbestimmen könnte. Das ist eigentlich nicht unbedingt umständlich, weil man ja, also muss halt kontrollieren können, dass jemand nicht 1000 Mal für was abstimmt, sondern halt nur einmal abstimmen kann. Ja, also im Internet wäre es eigentlich für mich am sinnvollsten. Das Parlament bestimmt ja über viele verschiedene Themen, zum Beispiel auch den Rettungsschirm oder über Urheberrecht und so. Was gibt es denn für euch für Themen, worüber ihr gerne mitbestimmen würdet? Auf jeden Fall über das Urheberrecht. Über Umwelt? Asylpolitik zum Beispiel. Was auf jeden Fall mit dem Rettungsschirm passiert, dass die ganzen Gelder irgendwo hingeflossen kommen und keiner weiß genau, wohin eigentlich, wo es angelegt wird. Ich finde, da sollte man direkt nochmal drauf achten. Der ganze Ausbau für die Jugend und sowas, also dass man also vor allem in Deutschland momentan die Jugend leider so wegschmeißt, finde ich ein bisschen schade, also gerade was so Jugendarbeit angeht. Es gibt ja auch immer Vorwürfe gegenüber der EU, dass man so wenig mitkriegt. Was kann denn die EU dagegen tun? Na, die EU an sich ja eher wenig, aber es müsste dort vielleicht eine Gesetzgebung geben, dass die Länder, die ja in der EU nun mal Mitglieder sind, der Bevölkerung mehr Informationen bereitstellen, die auch nicht irgendwie in der hintersten Ecke des Internets oder der Medien versteckt sind. Nicht so langweilig sein. Ich finde Politik total langweilig. Die quatschen alle um einen heißen Brei und man versteht sowieso kein Wort. Wie wär's mal mit Deutsch reden? So Jugendaktionen, was mehr Jugendliche anspricht, weil so Nachrichten gucken, Zeitungen lesen, das ist alles so nicht so Interesse von Jugendlichen. Also ich glaube, man hört hier im Moment relativ viel Negatives von der EU. Dass die EU vielleicht auch mal ein bisschen deutlicher kommuniziert, was wir der EU eigentlich zu verdanken haben. EU, ja oder nein? Sollten wir Deutschen darüber abstimmen, ob wir überhaupt in der EU sein sollen? Ja, weil ich würde sagen, dass die blöde Minderheit eine Minderheit bleibt, die dafür nicht ist. Also ja. Ich denke mal, dass wir, selbst wenn man darüber abstimmen würde, wäre die Mehrheit dafür, dass sich zwar vieles verändern sollte, aber dass die EU wichtig ist. Wäre mal schön zu wissen, was die allgemeine Stimmung so in Deutschland sagt. Eigentlich, ich habe immer, EU ist für mich eigentlich gleichbedeutend mit Deutschland, Frankreich. So, das ist für mich normal gewesen. Ich habe darüber nie nachgedacht, ob wir da nicht drin sein wollen. Wann fühlst du dich denn als Europäerin? Oh Gott. Das ist eine schwierige Frage. Das ist schwer zu beantworten. Ich fühle mich meistens als Europäerin, wenn ich verreise. Dadurch, dass wir offene Grenzen haben, wird man ja jetzt nicht so stark kontrolliert, dass man jedes Mal denkt, ach, ich bin im anderen Land. Wenn man nach Österreich fährt, irgendwann denkt man sich, sind wir jetzt noch in Tschechien, sind wir in Österreich? Das sind eigentlich so fließende Übergänge und das finde ich eigentlich sehr schön. Das merke ich in den USA eigentlich ganz gut, wenn es dann, also ich meine, USA ist ja auch ein flächenmäßig großes Land und wenn die mich dann fragen, wo kommst du her, dann können da erschreckend wenige Leute was mit Deutschland anfangen und sage ich, ja, ich komme aus Europa und dann ist das für die so, wie wenn jemand uns sagt, ich komme aus den USA. Wenn ich
also gerade durch meinen Beruf, frei arbeiten kann in Europa. Also wenn, also das ist zum Beispiel ein Vorteil. Da fühle ich mich tatsächlich auch als freier Europäer, dass ich sagen kann, so geil, ich gehe jetzt einfach mal irgendwo in irgendeinem EU-Land arbeiten. Das finde ich nicht verkehrt. Gehst du denn dieses Jahr zur Europawahl? Ja. Ich glaube nicht. Ja. Definitiv. Also ich persönlich fühle mich am meisten als Europäer, wenn ich zum Beispiel in ein anderes EU-Land fahre und gar nicht merke, dass ich die Grenze überschreite. Andere wiederum fühlen sich als Europäer, wenn sie zum Beispiel in Amerika gar nicht als Deutsche oder Italiener gesehen werden, sondern als Europäer. Beim Thema Mitbestimmung ist den meisten tatsächlich als erstes die Europawahl eingefallen. Wäre bei mir nicht anders gewesen. Die Europawahl ist eigentlich so wie die Bundestagswahl. Man wählt Abgeordnete und Parteien. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, schaut doch mal in den Beschreibungstext nach. Ich persönlich würde über Themen mitentscheiden wollen, die mich auch selber betreffen, wie zum Beispiel das Thema Urheberrecht oder Internet. Und das ist es für mich auch im Großen und Ganzen. Europa hat so viele Themen zu bieten, wo jeder selber wissen soll, für was interessiert er sich und für was würde er sich engagieren. Was sind denn eure Themen, wo ihr gerne mitbestimmen wollt? Und vor allen Dingen, wie wollt ihr gerne mitbestimmen? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, euer Ole. Hallo, mein Name ist Ole von Du hast die Macht und heute geht es wieder um das Thema EU. Yes! Auch unsere Umwelt ist ein wichtiges Thema für die EU. Diskutiert wird zum Beispiel der Klimawandel oder erneuerbare Energie. Soll die EU entscheiden, mit welcher Energie jedes Land versorgt wird und was kann jeder Einzelne gegen den Klimawandel tun? Wir werden es herausfinden, was sagt die Straße.